Heute zeige ich euch das Problem bei Bosch Induktionsherd. Wie kriegt man den an, wenn, egal was man drückt, das Verriegelungsschild kommt? Lösung habe ich noch nicht ganz gefunden. Also die Lösung des Rätsels ist, man muss hier auf diese Antaste 5 Sekunden draufdrücken. Dann geht es danach an. Also 5 Sekunden auf der Starttaste bleiben, dann ändert sich auch dieses Entriegelungsschild. Dann muss man bei dieser Variante die Herdplatte auswählen. Hier Herdplatte. Und die kann man dann über die Temperaturanzeige plus minus schalten.